Hallo und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Wir sind hier beim letzten Mal etwas nördlich der Spornfelsenjagdgebiete stehen geblieben und eigentlich auf dem Weg zurück zum Meridiendorf. Und ich hatte mir das in der Zwischenzeit schon mal angeschaut. Wir haben hier auf jeden Fall zwei Metallblumen in der Nähe und noch ein bisschen was mehr. Wir haben hier auf jeden Fall, wie gesagt, die eine Metallblume, da drüben ist eine weitere. Und wir haben hier oben in der Nähe des Banditenlagers Torland oder beziehungsweise des ehemaligen Banditenlagers der Torlande eine weitere verdorbene Zone. Ich würde sagen, wir machen so einen Bogen hier oben rum und kehren dann zum Meridiendorf zurück. Ja, das werden wir wahrscheinlich nicht in dieser einen Folge schaffen, aber wir werden es mal ausprobieren. Mal sehen, wie schnell das geht. So, das heißt, wir werden unseren Weg in Richtung Norden fortsetzen. Und ich hatte auch schon mal geschaut, hier gibt es auch wirklich keine Verwüster in der Nähe. Wir werden jetzt auf jeden Fall ja da im Norden vielleicht sogar auf Trampler treffen. Mal sehen. Und wir sollten bei der Gelegenheit uns auch nicht in allzu viele Kämpfe verwickeln lassen. Denn beim letzten Mal haben wir ja bei den Jagdprüfungen so einiges eingebüßt von unserem ja, Medizinkräutervorrat. Da müssen wir uns erstmal drum kümmern, dass die erstmal wieder hergestellt wird. Genau, dort brauchen wir nämlich, wenn wir Jagdprüfungen machen und uns nicht so toll anstellen, würde ich mal sagen. Ja, hat ja geklappt zwar, dass wir da rausgegangen sind, auf jeden Fall mit mehr als nur 3 Halbsonnen. Ja, immerhin eine Vollsonne gemacht bei der Gelegenheit, aber es war doch nicht angenehm, wie die da auch zusammengearbeitet haben, die Maschinen. Die waren da relativ gut. So, ich glaube, wir sollten mal den Bogen wechseln. Ich sehe das nämlich schon, dass wir hier in einem Habichtgebiet sind. So, ich würde sagen, wir nehmen mal die erhärteten Pfeile in den Anschlag, falls jetzt direkt der Habicht von uns warten möchte. Ich glaube, der hat uns auch schon gesehen. Und da ist auch schon der Eisbeutel erledigt. Und das kommt da runter. Dann nehmen wir den mal kurz. Das muss ja nicht sein, dass wir hier mit dem Probleme kriegen. Das hat doch ganz gut funktioniert. Hier 3 Pfeile und da ist auch schon erledigt. Gut, Koffel war jetzt der einzige Grauhabicht hier. Ich denke aber nicht. Auf der Karte waren sie schließlich eingezeichnet. So, jetzt sollten wir uns auch eigentlich in der Nähe der Metallblume befinden. Wir können ja mal einen Blick mit dem Fokus in die Runde werfen. Da ist aber nicht wirklich was zu erkennen. Also kontaktieren wir mal lieber die Karte. Nee, wir müssen noch ein bisschen weiter nach Nordwesten. Gut, Nordwesten ist dann in die Richtung. Mal sehen, ob wir da gleich noch einen Grauhabicht erwischen. Da kommen wir nämlich eigentlich wirklich in die Zone. Die sitzen hier garantiert, wenn man sich das die Karte anschaut, auf den Felsen hier vor uns wahrscheinlich irgendwo. Na, mal sehen. Hier liegt links noch ein toter Wächter. Ich glaube, das lohnt sich kaum, dass wir uns den anschauen gehen. Ja, sage ich ja, 4 Metallscherben. So, und hier sind auch keine Tiere zu sehen gewesen. Wir suchen hier immer noch Kaninchen, beziehungsweise sollten nach Kaninchen Ausschau halten. Und da ist auch das Kaninchen erledigt, weil zwar ein gehärteter Pfeil, aber auch egal. Hat aber leider keine Kaninchenhaut für uns. So. Na, looten wir es trotzdem. Wir wollen ja das Fleisch nicht umkommen lassen. So, jetzt nehme ich mal an, muss hier irgendwo an den Felskanten in der Nähe die Metallblume zu finden sein. Mal schauen, ob uns das hier relativ schnell gelingt. So, erstmal nicht. Und wir finden da drüben nur ein Grauhabicht. Das ist das Einzige, was sich jetzt erstmal uns zeigt. Und da unten haben wir offensichtlich den Sägezahn und Trampler. Mal schauen, oder ist das ein Verwüster? Nee, das ist leider ein Sägezahn. Tja. Sind ja auch hier mischt hier die offensichtlich die Herden. So, aber wir haben die Metallblume nicht gefunden, deswegen sind wir hier. Okay, der hat gesagt, wir machen auch Trampler, wenn wir da einen Verwüst dabei haben. Aber so, nee, danke. So, gucken wir mal, vielleicht ist es ja auch unten in dem Gebiet. Wir müssen ja durch mal einen Blick von der Kante runterwerfen. Ja, man hat uns wohl offensichtlich auch noch nicht entdeckt, das ist gut. Wir halten uns mal hier auch geduckt und schauen uns mal denn hier an der Felskanste Kante mit dem Bogen. Ne, nicht mit dem Bogen, mit dem Fokus um. So, gucken wir mal. Hier ist aber nichts zu entdecken. Ne, da, was liegt denn da? Da ist ein zerstörtes Lanzenhorn. Das hatten wir ja auch noch nicht. Aha, okay. Aber keine Metallblume zu entdecken. Das finde ich ja sehr interessant. Da war nur ein Fuchs zu sehen und da ist ein weiterer Grauhabicht. Wir schauen noch mal ganz kurz auf die Karte. Okay, wir sind auf dem nördlichen Teil des Suchgebietes. Oha. Bisschen vorsichtig hier. Nicht, dass wir runterstürzen. Gucken wir mal, ob wir hier was entdecken können. Oh, da ist es schon. Großartig, gut zu sehen. Aber ich glaube, wir kriegen das mit dem Grauhabicht zu tun, wenn wir nicht gleich aufpassen. So, ich würde sagen, wir verstecken uns mal hier im Gras. Oh, und dann würde ich mal sagen, okay, der zieht dann seine Kreise, dann nehmen wir uns die Metallblume mit. So, und wir haben Modell 3. Okay, soviel zu dem Thema. Gut, da ist der Grauhabicht.
Ah, das war jetzt leider nicht der Beutel. Mal sehen, ob wir ihn jetzt kriegen können. Oh, das funktioniert ja jetzt gut. Und da ist auch schon ausgeschaltet, beziehungsweise, naja, nicht ausgeschaltet, aber das Wichtigste ist ausgeschaltet. Nämlich sein Eisbeutel. Sehr schön. Gut, das war jetzt jeden Fall mehr und er hat sich erwischt. Das ist das Allerwichtigste. So, dann nehmen wir den erstmal plündern. So, jetzt habe ich leider nicht aufgepasst, welche Modell wir jetzt genau gefunden haben. Wir haben auf jeden Fall Modell 3 gefunden. Das heißt aus Set 3. Nur welche Ausgabe es jetzt war. Das war gerade nicht der Moment dafür. Also wir gucken mal in unser Inventar, beziehungsweise ins Notizbuch bei den Sammelobjekten. So, da haben wir die Ausgabe B diesmal. Schauen wir uns mal das Codefragment an. Codefragment heruntergeladen. Funktion wahr. Die leichten Wolken sammeln sich hoch oben. Der Wind schwillt an. Er spricht von guten Zeiten. Es fallen Tropfen, warm und langgezogen. Sie fallen in den Teich und in die Blütenweiten. Ich bin durchnässt, im Bett aus Gras und Stroh. Ein Tropfen schwebt vor mir, träge wie im Traum. An einem Halm, langsam fließt er, sanft und froh, hinunter und findet Schutz in meinem Saum. Funktion war Ende. Okay, das war ja doch wieder ein bisschen, ja, ein hübscher Eintrag. Auch ein bisschen wieder kürzerer, wir hatten ja schon recht lange Einträge jetzt hier. Gut, so, wir sind auch wieder in den Wüstenregionen. Das finde ich ja eigentlich sehr, sehr schön. So, wir orientieren uns mal. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Oh, das wäre jetzt noch ein ganzes Ende bis zu der verdorbenen Zone. Obwohl, eigentlich geht das. Das ist auch sehr gut. Hier vor uns liegt noch ein Lagerfeuer. Gut, das könnten wir uns natürlich bei der Gelegenheit mitnehmen. Andere sehe ich hier gerade im Moment nicht. Das sollten wir vielleicht machen. Ja, dann werden wir erstmal weiter nach Norden gehen. Und dann war da noch eine ganz, ganz kleine Ansiedlung auf der Karte zu entdecken, auf dem Weg dahin. Die können wir uns vielleicht bei der Gelegenheit auch anschauen. Da ist ein Fuchs, den brauchen wir nicht. Gucken, ob wir noch ein Kaninchen erspähen können auf dem Weg dahin. Könnte sich ja dann eventuell lohnen. Oh, können wir auch mal ausprobieren, was ja der Bogen vielleicht mit anderen Maschinen macht, den wir beim letzten Mal eingesetzt haben, also unseren Kaja-Schattenkriegsbogen, wenn ich jetzt richtig mir den Namen gemerkt habe, der auf jeden Fall mit diesen sehr schönen Verwüsterpfeilen, kann man ja quasi so nennen. Wir können hier nochmal anlegen, ganz kurz, dann können wir uns nochmal anschauen, wie die Pfeile eigentlich genau heißen. Da gibt es einen Beutepfeil. Da können wir auf jeden Fall mehr Pfeile machen, sehe ich gerade. Das ist natürlich auch günstig. Dann werden wir noch mal ein paar Ressourcen los. Kriegen wir unser Inventar ein bisschen bereinigt. Das ist auch gut. Ja, Zersprengerpfeile sind's. Die waren auf jeden Fall sehr interessant. Würde mich auch interessieren, ja, was die so mit anderen Maschinen machen. Das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Zum Beispiel auch, na, nehmen wir zum Beispiel mal Pirscher, die da eine Kanone haben, dass man ihnen die damit abschießt. Das könnte auf jeden Fall helfen. Aha, was haben wir denn da drüben? Aha, wir haben offensichtlich irgendwie nochmal so eine Art verlassene, ich denke mal verlassene, eine Kaja-Festung gefunden oder so. Obwohl, das könnte auch einfach nur so ein Gehöft sein quasi. Mal sehen, vielleicht führt uns ja irgendwann eine Quest hier. Gut, wir können hier nichts machen. Wir können uns aber trotzdem mal kurz hier umschauen, wenn wir schon da sind. Okay, das sieht ein bisschen aus, ja, wie dort, wo wir den Kaja nachgejagt haben. Beziehungsweise als wir Nakoa gesucht haben. Okay, gibt's hier irgendwas? Hier ist eine Truhe, können wir aber nichts mitmachen. Ich glaube, das ist ein Questareal. Ich glaube, hier werden wir nochmal zurückkehren her. Hier scheint im Moment für uns nichts zu sein. Okay, haben wir das aber mal gesehen. So, jetzt werden wir uns mal nach Norden, wie gesagt, begeben zum nächsten Lagerfeuer und dann nach Westen. Oh, machen wir das mal, haben hier leider kein Reittier. Tja, hier war auch nichts, was wir hätten, ja, überbrücken können für uns. Da haben wir hier noch eine heile Wildblut, das ist sehr schön. Die nehmen wir auf jeden Fall mit und hier drüben scheint ein weiteres Heilkraut zu sein. Noch eine heile Wildblut, sehr schön. Haben wir die zweite Aufladung schon fast wieder vollständig. Das geht ja. Und wir haben Panzerwanderer-Areal gefunden, ja, da sind wir wohl auch in der Nähe des Lagerfeuers. Und da drüben haben wir tatsächlich einen Verwüster, haben wir noch gar nicht gemacht. Nee, Trampler sind das, das sind keine Verwüster leider. Verwüster wollen wir ja haben. Naja, so gucken wir mal, wo wir das Lagerfeuer entdecken können. Das würde ich gerne bei der Gelegenheit kurz mitnehmen. Oh, genauso wie gerne diese heile Wildblut mitnehmen möchte. Und da drüben ist auch noch ein Heilkraut. Und da drüben sind tatsächlich Seile, das ist interessant. Oder ein Seil vielmehr. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier nicht von dem Trampler angegriffen werden. Hier oben sind interessanterweise Holzscheite, wie wir es in dem ersten Jagdgebiet schon hatten. Oha, wir haben ja ein Areal mit Tramplern gefunden. Ja, das sind alle Trampler hier unten.
Das sind aber reichlich viele. Das ist ja sehr interessant. Na, großartig. Gut, da sind Trampler, da sind Trampler. Hier kann man über die Schlucht hinaus. Da unten sind Kisten, interessanterweise zwei Stück. Und da unten sind ein paar Kader, die Patrouille laufen. Gut, wir gucken uns mal ganz nach dem Lagerfeuer um. Ach, wir sind noch gar nicht in der Nähe. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal. Mir das irgendwie leichter. Aha, okay. Eloy, das weiß ich nicht. So alt bist du nicht. Du warst 18, also von daher. So aufhören mit so einen Sprüchen. So, was soll ich denn da sagen? Egal. Wir gehen mal hier rüber und schauen uns mal die zwei Kisten hier an. So viel Zeit muss sein. Da haben wir ein paar Metallscherben und Metallgefäße in der einen und in der anderen nochmal 12 Metallscherben, einmal Kühlsaft und 13 Reinholz. Gut. So, und wir lassen mal die Trampler aus und setzen mal unseren Weg in Richtung Norden fort. Ich glaube, wir sind entdeckt worden, wenn ich so die Musik richtig deute. Ja. Okay, wir bewegen uns mal rollend vorwärts. Da ist irgendwas explodiert hinter uns. Ich glaube, wir drehen uns mal nicht um. Okay, hat wieder aufgehört. Sehr schön. Gut, bloß nicht hingucken, dann hört's auf. Sehr schön, das hat geklappt, die Taktik. Hier war noch was zu hören. Aha. Ah, oha. Ich glaube, die Kaja, die wir gesehen haben, greifen gerade die Tramplerherde an. Das sieht ja großartig aus. Oha. Ich glaube nicht, dass wir uns da einmischen sollten. Die Herde ist doch relativ groß. Nee, also das sollten wir nicht machen. Das lassen wir mal aus. So vergnügungssüchtig bin ich gerade nicht. Wir hatten ja ein anderes Ziel. Wir wollten ja eigentlich zu der verdorbenen Zone. So, und da vorne ist auch schon das Lagerfeuer. Großartig, haben wir das. Sehr, sehr schön. Dann können wir das erstmal kurz nutzen. So, mal wieder schnell gespeichert. Das muss ja auch mal sein. Zum Glück brauchten wir das bisher noch nicht. So, und da drüben ist ein weiterer Heilkraut. Das nehmen wir uns mit. Dann können wir uns nämlich in Richtung Westen bewegen, beziehungsweise in Richtung der Torlande. So, da hat uns offensichtlich ein Langbein erspielt. Ich habe ja gestaunt. War gerade aufmerksam. So, und da haben wir die Tramplerherde. Oh Gott, die sind wohl immer noch beschäftigt. Nee, die scheinen nicht mehr. Doch, die sind noch beschäftigt. So, dann ist es doch gut, wenn die abgelenkt sind. Passiert uns nichts. Sollen die sich da mit den Kaja beschäftigen? Das ist mir viel lieber, als wenn die sich mit uns beschäftigen. So, das muss ja nicht sein. So, da drüben ist auch offensichtlich. Ah, okay, das ist eine Tramplerherde, die uns auch entdeckt hat. Aber dann werden wir mal unseren Weg hier lang fortsetzen. Aha, hier haben wir erstmal einen Fluss gefunden. Das heißt, hier könnten wir vielleicht auch Fische finden. Oha, da habe ich gerade einen Kaja schreien hören. Tja, da habe ich auch gerade mit der größten Herde angelegt, die sie finden konnten. Mal sehen, ob die jetzt was von uns wollen. Ich hoffe nicht, wem am besten auf die andere Flussseite. Ich glaube, das ist hier Sünder. So, was mal drüben. Und wir haben ein Grauhabicht-Areal entdeckt. Na, großartig, hatten wir die nicht gerade erst. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal ein heilendes Winkergold. Das ist sehr schön. Hier drüben scheint ein weiteres zu sein. Nee, der Medizinbeutel ist wieder voll. Das ist sehr, sehr schön. So, jetzt können wir uns erstmal orientieren. Schauen wir mal auf die Karte, wo wir jetzt sind. Wir sind halbwegs richtig. Okay, vor uns ist ein weiteres Lagerfeuer. Und da ist die verdorbene Zone. Da würde ich sagen, wir gehen über das Lagerfeuer. Da ist auch ein, ja, da ist auch ein Häuschen zu erkennen. Das meinte ich mit der kleinen Ansiedlung. Schauen wir da mal vorbei. Also müssen wir wohl da lang. Aha, das ist kein... ist keine Ansiedlung, das scheint wieder ein Kaja-Wachturm oder ähnliches zu sein. Schauen wir mal, was wir hier entdecken werden jetzt gleich. So, und wo das Lagerfeuer ist. So, hier muss das sein. Genau, da drin ist das Feuerbecken. Sehr schön. Können wir das auch noch aktivieren. Sehr, sehr schön. Aber man hat uns jetzt nicht gesagt, wo wir hier eigentlich sind. Ich habe das gerade nicht gesehen. Aber mal sehen, ob wir das noch angezeigt bekommen, wenn wir das verlassen. So, dann werden wir uns mal in Richtung der verdorbenen Zone auf den Weg machen. Oh, hatten wir ja erst in der vorletzten Folge eine verdorbene Zone und jetzt gleich wieder eine. Aber nehmen wir die doch mit, die geben ja auch immer ein bisschen was an XPs. Und zwar ja nicht so knapp. So, und wir haben 2 Fertigkeitenpunkte, das heißt, wenn wir das nächste Level up haben, haben wir auf jeden Fall 3 Punkte. So, gucken wir mal, welche verdorbene Zone da vor uns liegt. Das muss hier in diesem, ja, quasi Tal sein, in diesem, ja, Felsbecken. Schauen wir mal ganz kurz. Das muss hier vor uns hier liegen. Ja, da oben sind die Torlande auf jeden Fall zu sehen. Vor uns ist ein Fuchs, den braucht man nicht. Und wir haben die verdorbene Zone auch erreicht. Oha, das ist interessant. Das ist allerhöchstens interessant. Wir haben Trampler. Wir haben verdorbene Trampler. Wir haben noch gar keinen Trampler gemacht. Das finde ich ja nicht gut. Na, das ist ja großartig. Das könnte eine Herausforderung werden, würde ich behaupten. Das ist nicht gut. Okay, gut. Ich glaube, wir sollten uns dem mal stellen.
Mir wäre ja ein Trampler normal erstmal lieber gewesen, damit wir überhaupt einschätzen können, was der so macht. Na nun gut, ich glaube, das ist eine Sache dafür, dass wir auch unsere Zerspringerpfeiler einsetzen. Mal sehen, ob wir da was ausrichten können. Nee, das ist, glaube ich, der falsche Pfeil. Das ist auch nochmal dieser mit den was der auch immer macht, der Pfeil. Da kriegen wir auch keine Informationen drüber. Wir schauen nochmal ganz kurz. Das ist der Beutepfeil. Der hat auf jeden Fall einen sehr hohen Abriss, auch mit 90, aber nicht so hoch wie der Zersprengerpfeil. Aber er macht gleichzeitig wenigstens noch ein bisschen Schaden. Na gut. So, dann würde ich sagen, wir fangen mal mit den Zersprengerpfeilen an, beziehungsweise, nee, wir fangen ganz anders an. Wir schauen erstmal bei unseren Schockdrähten. So, da machen wir uns nochmal welche und wir machen uns auch noch mal ein paar Sprengdrähte. Wir werden uns nochmal gehärtete Pfeile machen. So, da haben wir das soweit. Dann haben wir noch Präzisionspfeile, die haben auch recht guten Schaden mit 64. Aha, die sind nochmal besser. Okay, vielleicht sollten wir den eher einsetzen. Oh, mal sehen, wie das so mit dem funktioniert. Aber hier auf jeden Fall der Jägerbogen, der hat eine sehr hohe Handhabung mit 80, während die Präzisionspfeile hier beziehungsweise der Scharfschussbogen nur 22 hat. Das ist recht wenig, das lädt recht langsam nach, beziehungsweise können wir nur relativ langsam nachschießen sozusagen. Okay, so viel zur Waffentheorie erst einmal. Wir werden mal mit den Schockdrähten eröffnen, das heißt, wir werden uns mal ein bisschen absichern. Ja, das muss sein. Ich vertraue denen nicht, vor allem wenn wir die zum ersten Mal machen, die Trampler. Das finde ich nämlich ja nicht gut, dass wir die jetzt hier auf die Art und Weise das erste Mal machen müssen. So, jetzt haben wir erstmal genug Schockdrähte. So, schade, dass wir hier nichts einzeln rauspullen können. Ich nehme an, dass das nicht funktionieren wird. Wir können es aber mal hier aus der Deckung herausprobieren und vielleicht erst einmal die Langbeine machen. Mal sehen, ob das uns irgendwie gelingt. Das heißt, wir nehmen mal jetzt diese Zersprengerpfeile. Und werden mal das Langbein links probieren. Mal sehen, was passiert, wenn wir da den Beutel treffen. Mal sehen, ob uns das gelingt. Oh, würde sagen, wir haben die mal gleich mal. Okay. Der hat nicht mitgekriegt. Okay, der kommt jetzt hierher. Wir nehmen mal die erhärteten Pfeile, beziehungsweise jetzt hier diese Präzisionspfeile. Und der ist doch auch direkt in. Oha, wir haben direkt noch ein weiteres Langbein neben uns. Und der ist auch direkt in den Draht. Und der ist auch in den Draht. So, wir nehmen auf jeden Fall aber die erhärteten Pfeile und versuchen die mal auszuschalten. Das wird nämlich gleich interessant und laut hier vermutlich. Oh, mal gucken, ob wir da noch was abschießen können. Und wir mal aus dem Weg. Jetzt kommen die nämlich hier an. Das muss ja nicht sein. Mal sehen, ob wir den zu Boden bringen können. Ja. Und einen kritischen Treffer ansetzen wäre natürlich gut. Ja. Und wir sollten mal weggehen. Oh, der ist gerade explodiert. Das ist nämlich ja nicht gut. So, mal sehen, was das jetzt hier wird mit den dreien. So, mal den Beutel kaputt geschossen kriegen von dem. Wir haben jetzt hier gleich alle fünf aufgeschreckt. Das war ja irgendwie klar, dass das passiert. Aber irgendwie hätte ich jetzt keine Möglichkeit gesehen, die auseinanderzuziehen. Gut, ich würde sagen, wir machen es noch ein bisschen anders. Wir werden jetzt zu oft unterbrochen. Und erstmal aus dem Gesundheitstrank. Wups, haben wir die beim letzten Mal wieder aufgefüllt. Hier nehmen wir mal einen Sprengdraht. So viel Zeit muss sein. Oh, jetzt sind wir aber weit weg von unserem Draht. So. Und da ist der, glaube ich, in den Draht gelaufen. Nein, ist er nicht. Schade eigentlich. Dann versuchen wir, den mal mit dem Bogen beizukommen. Jetzt noch den Rest. Mal sehen, jetzt schießt er auch noch mit Feuer. Das ist was Interessantes. Das ist auf jeden Fall anders als bei den normalen Langbeinen. Okay, also deren Angriffe machen dann definitiv Feuerschaden statt. Tja, diesen Schallschaden. Beziehungsweise der keinen Schaden macht. Die Schallangriffe. Okay, wir haben erstmal einen ausgeschaltet. So, gucken wir mal weiter. Das war auf jeden Fall sehr interessant hier. Mal gucken, ob wir einen von denen da rangepult kriegen. Aha, die haben da hinten auf jeden Fall sich noch was anderes gesucht. Wir halten einfach mal mit dem Bogen rein. Mal sehen, was passiert. Einen haben wir zu Boden gebracht von den Langbeinen, so wie es aussieht. Okay, von denen sollte man auf jeden Fall ein bisschen Abstand halten. Und mal sehen, ob wir den Langbein da hinten ausgeschaltet kriegen jetzt. So, halten wir uns mal ein bisschen zurück und lassen den mal kommen am besten. Ich würde ja gerne den da hinten ausschalten, aber gerade nicht so wirklich möglich. Mal sehen. So, den haben wir eigentlich gut erwischt, aber der lässt sich den Beutel nicht kaputt schießen. Und jetzt schießt der mit Feuerwellen. Das finde ich gar nicht gut. Und da haben wir nicht erwischt. Oh, das war ein schöner Treffer. Und da kam ja die Feuerwelle. Wo hat die jetzt eigentlich den Eisschaden her? Das muss wahrscheinlich einer der Grauhabichte sein. Ja, da oben ist ein Grauhabicht. Ich glaube, der hat sich eingemischt. Und da hinten haben wir noch ein Langbein. Ich glaube, jetzt ist es ausgeschaltet. Sehr schön. Gut.
Okay, die Öffnung war jetzt nicht so gut, aber sie hat irgendwie funktioniert. Wir haben die auf jeden Fall ein bisschen auseinandergezogen und dadurch, dass sie so aufgeschreckt waren, haben die offensichtlich die Grauhabichte angelockt. Das war auf jeden Fall von Vorteil. So, hier haben wir ein verdorbenes Langbein, was wir looten können. Und Langbein Herz auch bei der Gelegenheit gefunden. Und wir brauchen definitiv neue Pfeile. So, jetzt können wir uns mal dann die Trampler vornehmen. Ich bin ja gespannt, was das wird. So, wir machen auf jeden Fall nochmal Schockdrähte. Oh, sehr schön. Und gucken wir mal. So, da hinten ist ein Trampler jetzt alleine. Das ist natürlich sehr schön. Ich glaube, wir machen noch eins. Wir werden da drüben. Oha, da ist ein. Das sieht nach einem. Ist das etwa ein verdorbener Grauhabicht? Sieht fast so aus. Mal sehen, ob wir den kriegen können. Oh, nee, wir haben den Trampler gefunden. Der hat uns gleich mal überrannt. Wie hat der uns denn entdeckt? Das finde ich aber nicht nett. Das war so nicht gedacht. Okay. Wir brauchen dringend auf jeden Fall einen Schockdraht, wenn der jetzt hier rumspringt. Mal sehen, ob wir den ausschalten können bei der Gelegenheit. So, und wir haben den Grauhabicht noch. Das ist nicht gut. Der hat uns nämlich hier beschossen. Mal sehen, ob wir den von da oben runterholen können. Jetzt hat er sich gerade weggeduckt. Ah, schade eigentlich. Ah, wir haben scheinbar noch einen zweiten. Na, mal sehen. So, wo ist denn der Trampler hin? Na, der hat sich schon wieder zurückgezogen. Wir sind wohl aus der verdorbenen Zone rausgelaufen. So, warum hat denn Elo jetzt den Draht wieder eingepackt? Ich wollte doch nur das Kraut einsammeln. So, wir ducken uns mal hier und bereiten uns mal ein bisschen besser vor. So, wo ist denn jetzt der Grauhabicht erstmal hin? Da oben. Der lässt sich nicht treffen von hier aus. Das ist natürlich ungünstig. Aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Trampler sind auseinandergezogen. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Ich hoffe, das lässt sich auch ausnutzen. Auf jeden Fall ist der beeindruckend groß, aber nun gut, große Maschinen haben wir jetzt schon des Öfteren gemacht. Mal sehen, ob wir dem jetzt hier mit diesen Zerspringerpfeilen irgendwie beikommen können. Oh, mal sehen, ob das was abhaut. Wir sollen auf jeden Fall. Okay, sehr schön. Der hat auf jeden Fall was verloren. Mal sehen, was die Feuerpfeile bei dem ausrichten. Man hätte sie vielleicht vorher nochmal scannen sollen. Aha, okay. Die sind auf jeden Fall auf Aggro gebürstet. Und stürmen einen an. Das haben wir jetzt schon mal rausgefunden bei der Gelegenheit. Wir gehen mal kurz beiseite. Da kommt der nämlich gerade. Soll er hier doch den Baum abreißen? Oha, das sind ja interessante Angriffe. Oha, wir haben ja ein Sphere-Piercer verloren. Aha, okay. Ja, also die sollte man vielleicht vorher in der Normalvariante probieren, bevor man sie das erste Mal in dieser Variante macht. Also sprich als verdorben. Gut. Oha, jetzt kommt der schon wieder an. Oha. Das ist ja nicht, was der hier mit uns macht. Aha, okay. Wir werden uns den auf jeden Fall gleich nochmal scannen müssen, bevor wir das ein weiteres Mal probieren. So, schauen wir mal ins kurz. Die sind auf jeden Fall gegen. Aha, okay. Das ist natürlich sehr interessant. Das heißt, wir werden nochmal hier den Bogen versuchen. Den Scharfschussbogen. Ah, jetzt rennen sie schon wieder weg. Na gut, zu wissen. So, aha. Mal sehen, ob wir von hier aus ein bisschen was erreichen können. Ah, dem haben wir auf jeden Fall das Horn abgeschossen. So viel steht fest. Das hat der uns schon wieder gesehen. Ich finde die etwas lästig. So, mal sehen, ob wir die auch schocken können. Mal sehen, ob wir hier das mit den Drähten hinkriegen. So. Oder kommt der jetzt von rechts? Na, der kommt natürlich von rechts, der Kerl. Na, großartig. Mal sehen, ob wir den jetzt hier mal geschockt kriegen. Das wäre auf jeden Fall eine große Hilfe. So, er ist schon mal einmal geschockt. Jetzt aber. Na, sehr schön. Mal gucken, ob wir dem irgendwie mit dem Feuerfall beikommen können. Mal sehen, ob das bei denen ausmacht. Nicht so viel offensichtlich. Ich habe jetzt auch nicht nach den Schwächen geguckt. Das müsste man eigentlich vorher mal machen. Das erste Mal, was wir machen. Also darf das auch ein bisschen wild sein. So, wir haben auf jeden Fall, glaube ich, eins seiner Hörner da abgeschossen. Das ist schon mal gut, glaube ich. Oh, jetzt rennt er weg, brennend. Okay, na gut. So 50% runter, nee, 40% würde ich sagen. Und jetzt versteckt er sich. Feige Maschine mal wieder. Mal sehen. Okay, das sah gut aus. Oh, mal sehen, was wir da noch erreichen können. Eigentlich müsste man den Bauch treffen, tja. Aber nicht, wenn er wegläuft. Mal sehen. Oh, machen wir wenig Schaden auf die Entfernung, aber geht. Und er macht vor allem wenig Schaden auf die Entfernung. Jo, das hat mir bei den Pirschern schon beim, ja, bei der letzten verdorbenen Zone, dass die Entfernung sich eigentlich ganz gut macht. Aber die sind ja eher welche, die hier auf einen zugestürmt kommen. So, den Ehen-Trampler haben wir gleich. Dann haben wir unseren ersten Trampler gleich erledigt, auch wenn er verdorben ist. Da ist er ausgeschaltet. Sehr schön. Und der zweite kommt jetzt hierher. Wir ziehen uns nochmal zurück und ich würde sagen, wir versuchen das nochmal mit den Schockdrähten. Okay, er ist rein. Nee, er ist nicht so wirklich rein. Okay, er ist aber durchgelaufen. Mal gucken, ob er ein bisschen geschockt ist. Ja, er ist angeschockt sozusagen. Oha, jetzt hat er uns getroffen.
Mal sehen. Ja, wir haben den Divide abgeschossen. Oh, wir haben gerade richtig viel Schaden mit einem Treffer genommen. Wo auch immer der jetzt herkam. Mal sehen, ob wir ihm da auf den Bauch schießen können. Das sah gut aus. So hatte ich mir das etwa vorher schon vorgestellt. Das macht sich etwas einfacher auf jeden Fall, wenn man nicht gleichzeitig 5 hat. So, und wir haben die verdorbene Zone tatsächlich abgeschlossen, auch wenn das vielleicht etwas sehr, sehr wild war. Aber die Nora sind ja hier auch als Wilde bekannt, also darf das wohl auch so aussehen. Nun gut, wir haben das erledigt und wir sind Stufe 31, sehr schön. So, und wir haben unsere ersten 2 Trampler gemacht und das auch noch in Verdorben. So, und der hier hat 65 Metallscherben dabei, 4 Metallbrand und 29 Zünder. Na, das war doch ja ein Spaß hier. So, und wir haben es überlebt, das ist das viel Wichtigere. So, jetzt sehen wir uns erstmal nach Kräutern umschauen, würde ich sagen. Wir haben schon wieder so viel verbraucht, meine Güte. Gut, und wir haben auf jeden Fall auch viele Tränke verbraucht. Aber ist auch nicht schlimm. Oh, also, so eine verdorbene Zone hatten wir ja nun auch noch nicht. Also, da waren die Pirscher ja harmlos gegen. So, dann haben wir hier noch ein Langbein liegen, das hat irgendwas Blaues dabei. Ein 8% Tarnungsgewebe, okay, eingesteckt. Dann haben wir hier noch Metallscherben, die wir einsammeln können. Hier haben wir noch eine Feuerbrennwurzel. Und wir haben hier Reinholz, was wir einsammeln können, das brauchen wir nicht. Da drüben können noch eine Feuerbrennwurzel liegen. Ganz genau, da drüben direkt ein Fuchs. Und hier haben wir noch den zweiten Trampler. Gucken wir uns den mal an. Also um genau zu sein, den zweiten verdorbenen Trampler. Der hat 19 Metallscherben, eine 21% Feuerspule, 4 Metallbrand, 4 Metallgefäße und 29 Zünder eingesteckt. So, das war das. So, dann würde ich sagen, wir gucken mal ganz kurz, was unsere Pfeile und so weiter sagen. So, machen wir die hier mal wieder halbwegs voll. Wir haben auf jeden Fall ein paar Schockdrähte hier verbraucht. Das ging auf jeden Fall halbwegs gut mit denen. So, können wir hier noch ein paar Sprengbomben machen, Besanierungsbomben sind das ja. So, dann sind wir hier auch eigentlich wieder zu weit durch. Hier können wir noch ein paar von diesen Zersprengerpfeilen machen. Ich glaube, die haben uns die Sachen ein kleines bisschen erleichtert. Ein sehr, sehr schöner Bogen. Ich bin sehr froh, dass wir uns den angeschafft haben. So, was haben wir hier vorne noch? Das ist wohl eine Eisraureifwurzel, genau. So, und jetzt sollten wir uns mal das nächste Lagerfeuer suchen, bin ich der Meinung. Ich glaube, wir müssen nach Süden. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, wir können mal eigentlich eine gute Komfort darüber gehen, denn wir wollen ja zum Meridiendorf zurück. Da haben wir eine Metallblume aber leider ausgelassen. Das ist ein bisschen schade. Na gut, aber wir werden auf jeden Fall in die Richtung des nächsten Lagerfeuers gehen und uns dann mal das nächste Ziel suchen. So, machen wir das erst einmal. So, mal gucken, wo wir das Lagerfeuer jetzt finden. Das müsste hier so in die Richtung ungefähr sein. Aha, das scheint oben zu sein. Mal sehen. Na, wo ist es? Muss ja eigentlich ganz dicht vor uns liegen. Ah, da ist es doch schon hinter der Bergkuppe. Sehr schön, da ist es. Dann nehmen wir das kurz mit. So, hervorragend haben wir das. Und dann werden wir uns mal in Richtung Süden auf den Weg machen. Dann würde ich sagen, vielleicht sollten wir uns doch noch die Metallblume holen. Denn ja, so schnell werden wir sicherlich hierher nicht zurückkehren in das Gebiet. Ja, wenn wir jetzt erstmal nach Meridian zurückkehren. Und ja, dann werden wir wohl erst einmal auch der Hauptquest folgen und das geht dann Richtung Norden. So, da sind noch ein paar Heilkräuter. Das ist natürlich sehr gut. Wir haben gerade schon wieder so viel eingebüßt. Dabei hatten wir den Beutel gerade voll gehabt. Naja, gut. So ist es. Und wir haben Schnappmaul-Areal gefunden. Na gut, wenn jetzt Schnappmäuler kommen, dann gehen wir einfach. Das brauchen wir jetzt nicht. Die stehen nicht auf der Liste. Die stehen nun wirklich auf gar keiner Liste. So, da vorne ist ein Schnappmaul. Nee, was haben wir da? Was haben wir da? Ja, das ist ein Schnappmaul. Das hat sich aus dem Fass auch rausgewagt, so wie es aussieht. Und irgendwer beschäftigt sich mit dem. Ja, vielleicht sind da wieder Kaja unterwegs. Ja, die sorgen hier auch für Ordnung. Ja, wenigstens tun die das. Ja, hatten ja unangenehme Erfahrungen drüben in den Nora-Gebieten. Da haben sich die Nora nicht so ordentlich drum gekümmert. Da mussten wir immer helfen. Ja, ich weiß nicht, ob die hier Hilfe brauchen mit dem Schnappmaul. Ja, ich glaube, wenn ich mir das so ankicke, vielleicht brauchen die ja ein bisschen Hilfe. Mal gucken, können wir ein paar erhärtete Pfeile drauf schießen, dann ist die Sache auch erledigt. Nee, Feuerpfeile, das wäre besser. Mal sehen, ob wir den Schnappmaul erwischen können und dem mal vorne seine Lorbehälter abschießen. Er liegt am Boden, das ist natürlich günstig. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal einen Schlag einzusetzen und den zum Boden zu bringen und am Boden zu halten. Natürlich nicht. Die Lorbehälter sind schon abgeschossen. Und wir haben nochmal 1000 XP, 1385 XP gemacht. Wenn du nicht gewesen wärst. Okay, der hat sich gerade bedankt. Das ist ja süß, sehr schön. Wir machen unser HP wieder voll. Der überlässt uns auch offensichtlich die komplette Ausbeute von dem Schnappmaul. Das nehmen wir doch gerne mit.
So, das kann ja nicht schaden. So, so viel dazu. So, oh, und die haben einen toten Kaja-Fremden. Aha, der hat noch eine Rohstoffvorratskiste, ne? Die wollen die wohl liegen lassen. Oder sie haben sie nicht gesehen. Naja, wer weiß. So, jetzt müssen wir uns erstmal wieder orientieren. Auf jeden Fall seht ihr hier eine ganz spannende Jagd. Ja, auf jeden Fall sehr viele Maschinen, die wir jetzt hier wieder erlegen. Oder erlegt haben schon. So, wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen verlaufen. Ne, geht eigentlich. Aber wir sollen einfach nur hier nach Süden. Ja, eigentlich ganz genau nach Süden. Das ist sehr schön. Das macht die Sache etwas einfacher, wenn nicht vor uns direkt ein Berg wäre. Na gut, müssen wir wohl außen rumlaufen und dabei Kräuter einsammeln. So viel Zeit muss sein. Oh, hier war auch, glaube ich, ein, auf jeden Fall irgendein Reitmaschinenareal in der Nähe. Und haben wir da vorne dann mal einen Sägezahn, würde ich sagen. Genau, das ist natürlich unschön. Und wir haben, glaube ich, einen Läufer vor uns. Das ist natürlich großartig. Mal gucken, ob wir an den Läufer rankommen. Und vielleicht einen uns mal zähmen können. Mal sehen, ob wir da jetzt rankommen. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt kann man überbrücken. Sehr schön. Ich hoffe, der andere kriegt das jetzt nicht mit, dass sein Kollege hier umgepult wird. Wir können mal aufsteigen und wir wollten in Richtung Süden. Okay, wir sind aufgeflogen, das heißt, wir machen uns auf den Weg. So, und lassen die mal da in Ruhe. So, dann beruhigen die sich hoffentlich wieder, wenn wir uns entfernen. Ah, okay. Uns hat offensichtlich ein Grauhabicht entdeckt und verfolgt uns. Na gut, soll uns mal nicht stören. Wir nehmen kurz aus dem Medizinbeutel. Dafür haben wir die Kräuter ja schließlich gerade eingesammelt. So, dann bin ich mal gespannt, wo wir jetzt sind. So, wir haben wieder Ruhe. Großartig. So, schauen wir mal ganz kurz. Aha, vor uns liegt noch ein weiteres Lagerfeuer in einem Läuferareal direkt im Süden. Schauen wir mal, dass wir uns das vielleicht kurz mitnehmen. Ja, das ist, glaube ich, kein Problem. Da können wir ganz entspannt hinreiten. Hier mal kurz absteigen. Kann man ja leider vom Läufer hier raus nicht benutzen. Oder Läufer herunter vielmehr in dem Fall. Sehr, sehr schön. Gut, hätten wir das. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ist noch ein Stückchen bis zu der Metallblume. Von daher würde ich sagen, ja, werden wir uns die beim nächsten Mal erst holen. Haben wir hier ein bisschen, ja, sind ja hier ein bisschen aufgehalten worden jetzt mit dem Schnappmaul. Aber nun gut. So, dann soll es nämlich für heute gewesen sein, die Metallblume, wenn wir uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal holen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier unsere verdorbene Zone in dieser Folge und dass wir uns die andere Metallblume da noch ganz im Osten geholt haben, beziehungsweise nördlich der Spornfelsenjagdgebiete. Und ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es hier mit Horizon Zero Dawn weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.